Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Bastler auf Desaster. Das ist mittlerweile das fünfte Video in meiner Reihe Küchenrenovierung und heute werde ich mich meiner größten Herausforderung stellen und zwar werde ich den Abfluss und die Wasserzufuhr versetzen. Und nach dem Intro geht's los. Hier kommt jetzt die größte Herausforderung, denn hier war ursprünglich die Spüle, ja, der Abfluss kaltes und warmes Wasser und die Spüle soll jetzt hinter mir in die Ecke, ja, denn meine Frau wollte unbedingt eine Eckspüle, soll sie auch bekommen. Dazu muss jetzt aber der Abfluss und auch die Wasserversorgung dort hinten in die Ecke verlegt werden. Die Schwierigkeit ist jetzt, da hier der Geschirrspüler stehen wird, der ja fast bis an die Wand dran steht, muss das komplett alles hier verschwinden. Und ja, das ist eine Herausforderung. Wie ich das löse, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass hier dieses Abflussstück, kann man das sehen hier? Ne, kann man nicht sehen. Ich drehe mal hier den Siphon ein bisschen beiseite. Ja, ich hoffe ja, dass, ich habe hier schon ein bisschen freigelegt, ich hoffe ja, dass das hier ein T-Stück ist, was nur mit diesen Gummilippen gedichtet wird, dass man das, wenn ich es freigelegt habe, drehen kann. Und wenn ich das jetzt hier freigelegt habe, dass ich das in die Wand reindrehen kann und dann hier innerwand mit einem entsprechenden Rohr weitergehen kann. Für das Wasser sehe ich jetzt noch nicht das Problem. Hier könnte ich einen Winkel Stück aufdrehen und dann hier weggehen. Wie ich das noch mache, wie ich das lösen werde, weiß ich noch nicht. Ich werde das erstmal freilegen hier, so weit wie es geht und dann sehe ich weiter. Ja, da habe ich noch mal Schwein gehabt. Hier befindet sich tatsächlich ein T-Stück drin, so wie vermutet. Und das lässt sich auch drehen. Ich habe schon ein Stück zu drehen bekommen. Also das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Wasserhähne habe ich abgeschraubt und jetzt erstmal Blindstopfen draufgeschraubt. Und ich werde auch nur das kalte Wasser verlegen müssen, denn von einer zentralen Heißwasserversorgung bin ich abgegangen, denn das kostet mir zu viel Energie. Denn entweder man unterhält den ganzen Tag eine Ringleitung, die man sinnloserweise beheizt, oder man muss ewig das Wasser laufen lassen, bis irgendwann mal das warme Wasser kommt. Deswegen wird hier in der Küche unter der Spüle ein 6 Liter druckfester Wasserboiler stehen. Als nächstes werde ich mit der Mauernotfräse, ihr erinnert euch, ich habe mir ja diese Bosch GNF 35CA
Mauernotfräse geliehen. Mit dieser werde ich jetzt hier, ich habe es mir schon angezeichnet, das Abflussrohr einfräsen. Und ja, das werde ich allerdings nicht filmen, denn trotz Absaugung macht dieses Gerät einen höllischen Staub. Und das möchte ich meiner Kamera nicht antun. Deswegen habe ich hier auch schon wieder alles abgehängt mit Folie. Und ja, und wenn ich das geschlitzt habe, dann sehen wir uns wieder. Der Staub hat sich gelegt. Es ist unglaublich, wie viel Staub so eine Mauernotfräse verursacht. Die ganze Küche war hier alles eine große Staubwolke. Und da ist es sehr wichtig, dass man, wenn es mal staubt, sich eine Staubschutzmaske aufsetzt. Da empfehle ich hier gleich mal was Richtiges. Nicht nur eine OP-Maske, wie man sie jetzt ja bei Corona-Zeiten zur Hand hat. Ist zwar besser als gar nichts, aber ich empfehle doch was Richtiges. Ne? Und außerdem einen Gehörschutz, denn diese ganzen Geräte, die machen einen höllischen Lärm. Ja, beides findet ihr in meiner Werkzeugliste. Die findet ihr auf meiner Homepage. Der Link ist hier unten. Alle meine Werkzeuge, die ich hier verwende, findet ihr auf meiner Werkzeugliste auf meiner Homepage. So, ja, wie ihr seht, ich habe hier schon einen dicken, fetten Kanal gestemmt für das Abflussrohr und die Wasserversorgung. Das zeige ich euch später. Und weil ich einmal dabei war, habe ich noch diverse Kabelkanäle gestemmt. Einmal hier runter und dasselbe da drüben in grün. Das ist für die Steckdosenleisten, die nachher hier oben drankommen. Und ich habe hier noch Steckdosenlöcher gebohrt. Einmal hier drüben für die Warmwasserversorgung, für den Boiler und für den Geschirrspüler. Und auf der anderen Seite für den Herdanschluss, die Herdanschlussdose. Die ist ja ursprünglich hier, die muss aber dort rüber. Ja, das ist soweit erstmal alles. Die größten Staubgeschichten sind jetzt erledigt. Wie gesagt, denkt an Gehörschutz und Staubschutz. Das ist wichtig, denn mit einer Staublunge oder wenn man nachher später taub ist, das bringt niemanden etwas. Ja, ich werde jetzt als nächstes hier die Verkabelung von den Steckdosen vornehmen. Und ja, und dann geht's weiter. Empfehle ich vorher abzumanteln, weil wenn die Dose nachher fest drin ist, macht sich das ganz doof, hier hinten abzumanteln. So, ich habe also dieses D-Stück zu drehen bekommen.
Es war ziemlich schwierig, weil es war recht fest. Ich habe zuerst an diesen Nippel hier gedrückt und gezogen. Ich hatte allerdings Angst, dass ich den abreiße. Deswegen habe ich hier drei Lagen Spanngurt drumherum gewickelt und zwar immer eine Lage über die andere, so dass sich das von selbst festzieht. Und dann konnte ich an der einen Seite ziehen und auf der anderen Seite drücken und dann ließ ich dieses D-Stück auch drehen. So, jetzt muss ich es wieder rauskriegen. Das zieht sich ja von selbst fest. So. Ich konnte es allerdings nicht komplett drehen, so wie ich das wollte. Es sind ungefähr 45 Grad, ein bisschen über 45 Grad, was ich drehen konnte. Deswegen habe ich jetzt hier noch ein Winkelstück angesetzt und zwar einmal ein 45 Grad und dann noch mal ein 12,5, um das wieder rauszukriegen, so dass ich hier eine kleine Ecke habe. Mein Ziel, das hier komplett in der Wand verschwinden zu lassen, habe ich nicht erreicht, aber es ist nur ganz minimal, was es übersteht und ich denke mal, das sollte reichen und ja, damit kommen wir jetzt weiter zum Verrohren. Bei der Verrohrung verwende ich 50er HT-Rohr. An das eine Ende habe ich hier schon einen 90-Grad-Winkel aufgesteckt. Der guckt nachher aus der Wand hier hinten und dort wird dann der Siphon angeschlossen. So, jetzt muss ich aber das Rohr hier entsprechend kürzen und dazu verwende ich erstmal einen schwarzen Edding und nehme mir hier das Maß. So, jetzt muss ich das Rohr kürzen und zwar an der markierten Stelle. Ich möchte die Markierung aber ringsrum haben. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich wickle ein Stück Papier drumherum und wenn das Ende des Papiers genau auf den Anfang trifft, dann bin ich absolut exakt einmal drumherum. Und dort kann ich mir jetzt meine Marke anmalen, an der ich dann nachher das Rohr absägen werde. So, zum Kürzen des Rohres habe ich hier mein Werkbank-Tischdings da so eingestellt, dass das Rohr hier gut reinfällt, nicht durchfällt und auch nicht eingeklemmt wird, sodass ich es hier schön locker drehen kann. Also nehme ich jetzt meine Säge und säge jetzt hier mal auf diesen Strich entlang. So, das Kürzen hat super geklappt. Jetzt muss hier dieser Rand noch entgratet werden. Dafür gibt es extra Rohrentgrater. Sowas habe ich leider nicht. Wenn ich es finde, verlinke ich euch das mal unten in der Videobeschreibung. So einen Rohrentgrater. Ich verwende hier jetzt ein Cuttermesser. Dabei muss ich darauf achten, dass ich den Winkel des Messers nicht Richtung Rohr, ja, wie soll ich sagen, von der Schnittrichtung weg, sondern dass ich dort nur auf das Rohr kratze, um dort den Grat zu entfernen. Andersrum würde ich schneiden und da besteht dann die Gefahr, dass ich in das Rohr reinschneide und dann habe ich da nichts gekonnt. Also einfach nur ein bisschen kratzen, um den Grat zu entfernen.
So, ich habe jetzt die Abwassergeschichte fertig und habe jetzt hier schon vorbereitet für das Wasser. Diese Anti-Wandschraub-Dings-Fitting habe ich hier auf ein Stück Holz geschraubt, weil hier in diesem Boroton, das ist ja alles hohl, da kriege ich kaum was fest. Deswegen habe ich ein Stück Holz, das habe ich ordentlich festgeschraubt und auf das Holz dann das Fitting. Hier ist also jetzt vorbereitet, dieser eine Wandschraubfitting ist jetzt hier fest. Und jetzt geht es an die Wasserseite. Ja, als Rohr verwende ich hier so ein Aluminium-Verbundmaterial. Das ist außen Kunststoff, innen irgendwie mit Aluminium. Und die Fittinge, das ist der Vorteil an der Geschichte, braucht man kein Spezialwerkzeug. Denn das wird mal aufgesteckt und hier befindet sich so ein Ring drin, der ist offen. Und wenn man dann die Verschraubung draufschraubt, zieht sich der zusammen und es sollte dann gedichtet werden. Also abgedichtet. So, ja, also die Vorbereitungen sind gemacht. Ich habe das auch schon halbwegs auf Länge geschnitten, dieses Verbundrohr. Und ja. Dann werde ich es mal einbauen. Ja, ich hätte es fast nicht geglaubt, dass ich es schaffe, aber das Wasser und das Abwasser ist von dort vorn hierher verlegt. Es ist auch in der Wand verschwunden. Ich lasse das allerdings offen, denn hier kommen nachher die Küchenschränke davor und dann sieht man dort nichts mehr. Wer selbst mal mit Verbundrohr arbeiten möchte, dem empfehle ich erstens eine solche Rohrschere, dann ein Kalibrierer. Der sorgt dafür, dass das Ende des Rohrs absolut rund ist und hier sind auch kleine Schneiden dran, die dafür sorgen, dass die Enden entgratet und auch leicht angefasst werden. Außerdem noch eine Feder, die schiebt man über das Rohr und dann kann man das Rohr biegen, ohne dass es abbricht. Ja, das Ganze als Set verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Und nun noch etwas in eigener Sache, denn YouTube hat begonnen, meine Videos zu monetarisieren, sprich Werbung zu schalten. Allerdings habe ich von dieser Werbung nichts, denn meine Abonnentenzahl qualifizieren mich noch nicht dazu, meine Videos selbst zu monetarisieren. Über 95% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Wenn du also zu diesen 95% gehörst, meinen Kanal aber unterstützen möchtest, dann bitte jetzt den Abo-Knopf drücken. Im Übrigen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, hier ist der Bastler auf Desaster.